Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Und wir sind in der letzten Folge endlich in den Raum hier gekommen. Guckt euch das an, wie schön das ist. Yeah. Und wir werden uns heute da oben ein bisschen austoben und hoffen, dass wir da irgendwas Nützliches sehen, finden, irgendwas machen können. Wir müssen uns wahrscheinlich noch einen Tritt kaufen. Die Folie war mir gerade sehr wichtig. Und hier ist noch eine Folie. Das ist einfach noch eine Folie. Krawall beim Frühstück, das kriege ich hin. Aber ich muss zuerst das Ding hier loswerden, ne? So. Ich kann den Dreck nicht verkaufen. Ich bin schon hier. Alles gut. Scheiße, ich muss die Erde gleich holen. Jetzt dann. Hier, Daniel. Ich gebe sie dir lieber, bevor ich sie verliere. Hey, die Nummer. Ja, ich kann leider. Wobei, ich kann den Dreck holen, ne? Stimmt, ich kann den Dreck holen. Ja, das ist cool. Habe ich vorher gar nicht daran gedacht, dass ich einfach mal an den Dreck da so rankomme. Du bist schon voll, Daniel. Es tut mir leid. Dann gehe ich halt super hü. Super hü. Als Entschuldigung dafür, dass ich dich verkrüppelt habe das erste Mal. Bitteschön. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ja, jetzt sind wir wieder Freunde. Wieso bist du so spät, ne? Extendix, Eiergärken. Du warst immer der einzige von den Wärtern, der mich mochte. Das war schon immer so. Ich weiß noch, beim letzten Mal, als Eiergärken dabei war, da mochte er mich auch. Er ist der Einzige, der mich mag. Das sollte mir zu denken geben. Naja. Ich wollte. Frühstück, nein! Oh, shit. Mir ist das in der letzten Sekunde erst eingefallen. Naja, was soll's. Was soll's, Freunde? Wir sind hier erstmal durch. Wir gehen jetzt noch nicht hoch. Ich wollte hier abspeichern in der letzten Folge. Und jetzt gehen wir hier hoch. Mal gucken, ob es auffällt, dass das Ding fehlt. Gut, da möchte ich nicht hin. Hier müssen wir schrauben. Das ist aber kein Schraubendreher, den ich da gerade benutze. Es ist eine Zange. Na ja, gut, nehmen wir es hin. Oh, Zange. Kann ich das vielleicht auch mit der Zange machen? Wieso verschwinden die Gitter? Das ist ja crazy. Naja. Hier kommen wir natürlich überall nicht durch. Da geht's natürlich zu meiner Butze. Da sollten wir uns vielleicht als allererstes hinmachen. Weil das Ganze war ja geplant, weil wir keinen Rückweg nach Hause hatten. Wenn wir nach Hause gegangen wären, hätte uns die Kamera verraten. So, jetzt sieht's nämlich so aus. Ja, cool, ich komme hier einfach durch. Cool. Jetzt sieht's nämlich so aus, dass wir, wenn wir hier reinkommen, wenn wir von da unten hochgehen, können wir die Kamera ausschalten. Wenn wir aber wieder runter wollen, ist die Kamera ja an. Das heißt, sie sieht, wie wir das Blech abnehmen. Ist ein bisschen blöd. Deswegen brauchen wir diesen einen Weg. Guckt euch mal, wie frei ich mich bewegen kann. Oh. Ja, das ist interessant, Freunde. Da geht's irgendwo hin. Nach oben aufs Dach. Kriegen wir das heute Nacht noch hin? Ich glaube, ich kann das mit dem Messer noch weitermachen. Ich kann das mit dem Messer noch verfeinern. Kleinen Moment, das prüfen wir mal. Guck mal, wie viele Freiheiten ich habe. Ich kann überall rumlaufen. So. Also ich komme nicht in diesen Spezialraum rein. Aber ich kann in meinen alten Arbeitsraum reingehen und die Wand einreißen. Das könnte ich tun. Und ich glaube, ich werde das auch tun. So, erstmal zum Mittagsappell und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Bin schon da, macht euch keine Sorgen, wer hat eine gute Quest für mich? Volle Klopapier. Prügelliste. Kit. Kit ist leicht zu besorgen. Kit kann ich dir leicht besorgen. Das ist easy. Hoffe ich. Eigentlich ist es ja auch leicht, wenn ich den Zugriff zu, sagen wir mal, euren Schränken hätte, dann könnte ich das auf jeden Fall sehr schnell machen. Ich glaube, ich müsste sogar noch ein, zwei Utensilien dabei haben. Was brauche ich nochmal für ein Kit? Ich brauchte Talkumpulver und Zahnpasta, ne? Ich glaube, ich habe es rausgeworfen aus meinem Inventar. Apropos, wir sollten den illegalen Beutel mal zurücklegen. Sonst werde ich gleich fünfmal überprüft und dann ist es vorbei mit dem Spaß. So, ich habe Zahnpasta und Talkumpulver. Das ist ja. Als wäre das alles geplant gewesen, dass ich die mal irgendwann verwenden muss.
So, wer wollte jetzt das Kit haben? Gib Kit an King Julien. Julien! Bibi, wo hast du deinen Freund gelassen? Wie sah er nochmal aus? Vergessen, wie Julien aussieht. Bist du Julien? Nein, du bist Fallout. Bertha, Moment. Nee, er arbeitet nicht. Ach, wir haben ja auch Nachmittagsfreizeit, ist ja was ganz anderes. Ich muss sie nur finden. Alter. Wo bist du? Dude. King Julien da. Da hast du dein Kit. Bitteschön, jetzt habe ich wieder $40. Jetzt kann ich mir auch irgendwas kaufen. So, damit wollte ich mir ja eine Waffe basteln, ne? Ja, ich gehe gleich. So. Weil Schaufel brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Jedenfalls eine ganze Weile nicht mehr. Wir können natürlich die Utensilien schon mal sparen. Fast wäre ich so durchgelaufen. Das hätte immer wieder einen Knall gegeben. So, wo darf ich wieder hin? War ja klar. Nie lasst ihr mich laufen. So, wen mag ich denn am wenigsten? Ja, ich mag eigentlich alle gleich viel, ne? Außer Julien. Julien mag ich besonders. Ja, komm, verzieh dich doch. Ich mach das schon. Toll, hat sich hier gelohnt. So. Ich glaube, mit zwei Messern kommen wir nicht weit, ne? Müssen wir morgen Nacht einmal hochgehen. Ach, Fallout Boy. Tut mir leid, aber ich brauche die Folie. Ja, chillt mal. Oh Gott, nein, nein. Okay. Ich nehme die Folie mit und renne nach Hause wie am Spieß. Nein. Drei Leben nur noch. Zum Glück kann ich schnell laufen. Ja, verprügelt mich, komm. So. Folie gesichert. Jetzt haben wir zweimal Folie, das heißt, wir haben die Möglichkeit. Krass. Zwei illegale Beutel herzustellen. Oder aus Folie und Folie konnte man doch mal was machen. Hä? Wieso bist du tot? Aber meine Waffe ist weg. Das ist gut, dass du tot bist. Da habe ich mir Nunchucks gebaut. Und die sind aber weg. Aber gut, man muss dazu sagen, ich habe dafür Maugau getötet. Mit der Waffe. So, Master Blaster töte ich nicht. Du hast nichts für mich. Fallout Boy. Ja, wieso wollt ihr alle jemanden verprügeln? Ich sag einfach mal nein hier. Nö. Weil ich auch kein Schwein mehr leiden kann. Alter, hört auf euch gegenseitig zu verprügeln, wir sind Freunde. Gott. Ich glaube, ist auch eigentlich egal. Wobei. Jein. Da kommt eine neue Quest rein. Poster kann ich dir besorgen. Gibt's irgendeinen Ort, wo die mich erwischen könnten, meine eigenen Kollegen? Das wäre echt bitter. Nicht zusammenschlagen, ich wollte eine Quest annehmen. Gut, Master Blaster hat also eine Folie. Und Snox hat für mich nichts. Na gut. Gehen wir zum Abendappell und dann versuchen wir morgen irgendwas zu reißen. Oder jemand hat von euch noch einen Schraubendreher. Nicht du, King Julien. Oder doch King Julien. Oh, das hätte ich gebrauchen können. Shit. Nein. Frühstück. Vor allem, Master Blaster möchte ein Poster. Und dann muss ich ihm auch noch die Folie klauen. Das ganze Programm, Freunde, das ganze Programm. Was hast du noch für eine Quest? Auch keine. Weil mich einfach kein Schwein mehr mag. Das passt mir gar nicht. Ich habe einfach zu wenig Holz. Und deswegen brechen wir da hinten auch ein. Holen wir uns so viele Holz, wie wir tragen können. Und dann bestechen wir sie alle. Ich könnte theoretisch doch die Wand einschlagen, oder? Da sind zu viele Wärter, ne? Die Kiste könnte ich bestimmt transportieren. Fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade echt überlegen, ob ich da hingehe. Aber ich hatte sowieso das Püppchen nicht reingesetzt, ne? Daher, was soll's. Ja, unser Inventar ist ziemlich leer gefischt. Ich habe mich erinnert, dass hier Holz ist. Deswegen legen wir das mal kurz weg.
Das können wir benutzen, um eine Schaufel zu basteln. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal schlafen für die heutigen Tage. Dann gehen wir morgen Nacht auf Tour. Wobei wahrscheinlich auch nicht sehr lange, weil, ja, läuft nicht. Wir haben ja nichts zum Aufdrehen. Improvisierten Schraubendreher kann man, glaube ich, auch nicht basteln. Ich glaube, das geht nicht. Folie. Ah, ich habe mittlerweile genug Folie. Ganz ehrlich. Ach Leute, verkauft mir was Anständiges. Ja, willst du nur zusammenschlagen? Zusammenschlagen. Klebeband. Klebeband ist 30 wert. Das kann ich nicht machen. Das wäre Wertverlust, Freunde. Das wäre sowas von Wertverlust. Es ist traurig. Aber egal, wir schnappen uns einfach gleich ein paar Messer nach dem Frühstück und oh. Sorry, ich musste kurz was trinken. Da fällt mir ein, wir müssen unsere Waffe weglegen, weil wir gleich beim Frühstück jemanden zusammenschlagen werden. So, Profil. Profil. Zack. Vielleicht sollte ich auch nochmal die ein oder andere Wache zusammenschlagen, nur um einen Schlagstock zu bekommen. Das wäre doch nice. Oh ja. Ich muss das tun. Er prügelt mich halt. Oh, ich habe ihn fallen lassen. Nein. Wieso habe ich ihn mitgenommen? Ich wollte doch die Achso, ja klar. Ich wollte ihn hier rüber schleppen. Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Ein Frühstück. Muss auch Krawall beim Frühstück machen. Ja. Gut, zweimal hintereinander gestorben. Macht rein gar nichts. Wir haben die Kohle eingesackt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Messer. Ich glaube, das war mit dem Messer. Ist auf jeden Fall ein Werkzeug. Und ich glaube, bei Gabel steht das nicht, oder? Die Gabel kann ich sogar als Waffe benutzen. Nehmen wir einfach mal zuerst die Messer. Und nehmen wir nochmal eine Gabel und testen wir es einfach mit der Gabel. So. Ach, da liegen noch Löffel. So, ich möchte ja hier rein, ne? Hier wollte ich rein. Okay, mit Messer geht das, mit der Gabel übrigens nicht. Die Gabel lassen wir einfach hier liegen. Hier können wir alles bunkern hier oben. Wir haben hier so viel Platz, das ist krass. Oh. 15%, das ist richtig nice. Okay, da werden wir heute Nacht mal hingehen. Bin gespannt. Bin gespannt, Freunde. Ja, meine Zelle kann ich eigentlich so noch nicht rein, ne? Beim Doc möchte ich es auch nicht versuchen. Ich weiß nicht, ob er mich verpetzen kann. Bin ich ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen feige. Bohren wir uns erstmal hier rein, wegen Planung. In meinem alten Büro. Bald sehe ich es wieder, Freunde. Bald sehe ich mein altes Büro wieder. Übrigens, was ist das eigentlich für eine Zwischenetage hier? Achso, das ist die Treppe, die wir kennen. 10% bleiben. Na gut. Morgen schnappen wir uns nochmal ein Messer, ne? Dann ziehen wir es durch. Läuft doch. So, nicht anders wollte ich es haben. Ja, gut. Bisschen doof, dass die beiden jetzt hier liegen. Was soll's. Das heißt, wenn wir 15% mit einem Messer hinkriegen, ne? Dann brauchen wir insgesamt viele. Oh Gott. Also. Nee, ein Messer kann insgesamt 30%. Ein Messer kann 30%. Das sind 3,5 Messer. 3,5 Messer brauchen wir, um ein so ein Ding kaputt zu machen. Ist eigentlich tragbar. Wenn wir denn genug Messer hätten. Aber in der Küche muss es doch so eine Art Besteckkasten geben, oder? Oder? Hoffe ich doch. Oh, Niklas. Alter, ich will Niklas. Ja, ist jetzt nicht so der Burner, ne? Was haben wir für Quests? So, Master Blaster Quests.
Neugier. Immer dasselbe Scheiße. Ich kann das natürlich ablehnen, aber dann mögen die mich nicht mehr. Dann lasse ich es lieber ablaufen. Weil bevor die mich hassen, ganz ehrlich, ne. Muss ja auch nicht sein, ne? Tobias und Bibi werden untersucht. Das ist Pech für die beiden. Gut für mich. So. Zange. Meine Zange. Ich wollte die Zange testen, ne? Probieren wir es einfach raus. Was haben wir zu verlieren? Zur Not. Ja, Controller. Dankeschön. Zur Not. Ja, zur Not halt. Was wollte ich sagen? Also zur Not verschenken wir es. Was wollte ich sagen? Das ist der illegale Beutel. Komm, wir können sowieso unendlich illegale Beutel herstellen. Vielleicht sollten wir das eine oder andere noch transportieren. Brauchen wir noch irgendwas? Meine Waffe kann ich gebrauchen. Cool, die muss ich nicht transportieren. Ja, ich habe irgendwie sonst nichts zu transportieren. Weißt du, was soll ich eigentlich mit dem Radio machen? Ich weiß es nicht. So, das war's mit unserem illegalen Beutel. Aber macht nichts, wir haben auf beiden Seiten haben wir die Möglichkeit illegale Beutel zu bauen. Von daher, was soll's. Ja, mit der Zange geht's auch, Freunde. Sehr schön. Oh, das ist auch cool, wenn ich einen roten Schlüssel hätte, ne? Das wäre ja der leichteste Weg mit einem roten Schlüssel. Aber wir wollen ja nicht den leichtesten Weg. Hier möchte ich gerne rein. Wir können ja den Schneider jederzeit wieder aufrüsten. Das ist gar kein Problem. Wir werden hier sehr viel mit dem Schneider machen können. Dann brauchen wir wenigstens nicht diese Scheißmesser zu benutzen. Das war's mit dem Schneider. Ich weiß allerdings nur nicht. Oh, Abendessen. Das ist jetzt gefährlich, Freunde, aber der Test ist es wohl wert. Okay, alles gut. Alles gut. Oh, schön. Hey, lass mir auch was übrig. Was brauchten wir nochmal für den Schneider? Dann nehmen wir ihn heute Abend gleich mit. Genau. Kurzzeitig vergessen, was ich wollte. Nehmen eindeutig zu spät auf. Brüchige Schneider, okay. Verbesserte Schneider. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich eine Feile sein. Klebeband, ja. Ja, scheiße, ich habe aber nicht genug Pfeilen. Hatten wir vielleicht irgendwas beim Abendessen? Ne, hatten wir nicht. Ich könnte Master Blaster zusammenschlagen und das Beste hoffen. Ich glaube, das wird nichts. Du, schade. Hast du? Bertha. Hier mit euren scheiß Quests. Soll ich Bertha verprügeln? Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ah, komm, scheiß drauf. Was? Wo hab ich denn die Folie her? Oh. Ernst, oder? Vielleicht hätte ich die Folie behalten sollen. So, Holz und das Ding, den Baum mit. Gibt's echt nicht, ne? Das gibt's echt nicht. Ich habe so ein Pech. So, vielleicht schaffen wir es noch ein oder zwei Wärter zu verprügeln. Das meinte ich. Sehr schön. Sachen sind safe. Justin liegt hier rum. Das darf er ruhig meinetwegen. Mich stört's nicht. Und wir müssen gleich mal irgendwie. Ja. Aber wir wollten sowieso aufs Dach, ne? Ich habe gerade überlegt, sollen wir jetzt schlafen gehen oder nicht? Aber wir wollen ja eh aufs Dach. Was soll das schon schief laufen? Ich nehme vorsichtshalber mal eine Waffe mit. Nur vorsichtshalber.
Die ganzen Quests. Oh, ich dachte schon, schlägt mich zusammen. Ach, Tau. Du hättest wenigstens ein Messer dabei haben können. Und dann hat er eine Gabel dabei. Gib dir kein Klebeband. Kannst du knicken. Die anderen verkaufen auch immer nur dasselbe. Ach, ist das so traurig. 5 Münzen. Und ich könnte ganz einfach Bertha zusammenschlagen. Ganz einfach. Niklas könnte das sogar für mich machen. Na, wenigstens wirst du jetzt kontrolliert, Tau. Das hast du davon, wenn du kein Messer am Start hast. So. Aber ich glaube, es ist noch nicht dunkel, oder? Es ist zwar Nachtruhe, aber es ist noch nicht dunkel. Und gut, schneiden wir uns hier morgen rein. Zur Not mit einem Messer. Ja. Also ich würd tatsächlich gerne von diesem Raum hier aus agieren. Klingt auch logisch. Sieht noch zu hell aus draußen. Wir warten lieber noch 1-2 Stunden. War da gerade ein Blitz? Und hier oben haben wir auch eine gute Aussicht, ne? Lass uns mal noch mal ein bisschen gucken. Ich meine, es wird jetzt langsam mal dunkel. Das ist auch schön. Aber wir gucken erstmal, was haben wir hier genau? Da kann ich überall nicht. Von Rotz. Die ganzen scheiße Dinger mache ich auch noch mehr weg. Damit wir hier gut rumlaufen können. Auf der anderen Seite ist ein Gebäude. Seht ihr das? Da ist ein Wie habe ich das getan? Kann ich runterfallen? Nein. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber wir können uns hier umschauen. Aha. Bin irgendwie runtergefallen, kann das sein? Hier ist der Generator. Hier ist der Generator. Okay. Ich weiß noch nicht, wie wir zurückkommen. Ich hoffe, wir kommen irgendwie zurück. Ich dachte, hier wäre eine Insel. Ach, das ist Wasser hier. Das ist alles Wasser. Und wo ist das Minenfeld? Was soll das hier? Die Ecke hier? Das hier sind auf jeden Fall die Wärterkabinen. Da kann ich mich reinbuddeln. Hier kann ich mich reinbuddeln. Und das hier wäre der beste Ort dafür. Einmal komplett hier rüber. Frage ist nur, ob ich hier durchkomme. Es wäre so einfach, frei zu sein. Ich bin doch frei! Okay, gucken wir mal, wie wir zurückkommen. Nachtruhe ist fast vorbei. Ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt nicht zurückkomme. Ja, scheiße, Mann. Wie bin ich da rausgefallen? Fuck. Aha. Hier ist ein Bug. Gott, ich sage, hier ist ein Bug. Okay, irgendwas stimmt dann auf jeden Fall nicht. Das ist ja... Oh mein Gott. Diese Möglichkeiten, Freunde. Diese Möglichkeiten. Wie verwirrt ich da plötzlich draußen stand. Das war bestimmt cool für euch. Vor allem, ich habe es ja auch erst gerafft, als irgendwie eine Minute vergangen ist. Habe ich erst gerafft, dass ich draußen stehe. Kann ich mich nicht hier irgendwie reinbacken? Schade. Es wäre schon easy, ne? Aber egal, buddeln wir uns halt durch die Gegend.
Ich vermute mal, hier in diesen Raum geht keiner rein. Also ich werde, wenn ich mir das so alles angucke, warte, wir suchen uns kurz die Räume aus. Immer noch ein bisschen Zeit. Ich werde mich wohl von hier nach da buddeln. Oder es geht gar nicht, ne? Ich meine, ich kann ja auch von hier aus da rein. Nee, da führt kein Schacht hin. Okay, wir müssen uns buddeln. Wir müssen von hier nach da buddeln. So, von hier buddeln wir uns dann nach... Nicht hier unten, ich habe gerade gesehen, dass da jemand rausgeht. Müssen wir uns bis nach hier hin buddeln, ne? Ah, das ist mies. Das ist mies, weil das hier ist doch zu gefährlich. Die Frage ist, wie gehen sie hier rein? Wie gehen sie hier rein, Freunde? Ich bin voll der Spion. Ehrlich. So gefällt mir das, Freunde, so gefällt mir das. Guckt euch das an. Ich bin der übelste Cheater aller Zeiten. Der es nicht mal gerafft hat, dass er cheatet. Also am einfachsten wäre es ja hier links auszubrechen, aber ich glaube, wir müssen nach unten. Ich glaube, wir müssen nach unten, weil da nämlich dieser lange Weg ist. Das ist ja gar kein Problem. Nur durch diese Mauer werden wir uns wahrscheinlich nicht durchbuddeln können, oder? Was glaubt ihr? Hier sind auch Stachelzäune. Wie komme ich denn durch diese fette Mauer hier? Ich könnte versuchen, diese hier kaputt zu machen. Was ist denn das? Das sah schon mal sehr interessant aus. Na gut, die Frage ist natürlich, was hier oben auf dem Dach ist. Eventuell können wir hier einfach aufs Dach gehen. Und dann sind wir hier und können hier runterspringen. Zum Bleistift. Naja, ich würde sagen, ich gehe erstmal ins Bettchen. Und speichern wir ab. Ich hoffe, ich schaff's noch. Um 8. Ah, wir stehen immer um 8 auf. Gar kein Stress, Freunde, gar kein Stress. Und hier war der Bug, ne? Ja. Ah, ist das schön. So gefällt mir das. Jetzt muss ich mich aber nur noch irgendwie dahin schleichen, weil wenn ich erwischt werde, ist das, glaube ich, ein bisschen blöd, ne? Wie schleiche ich mich denn jetzt am besten in mein Bettchen? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann mich gar nicht dahin schleichen. Aber wir haben ja gespeichert, so ist es nicht. Oh Gott, hier sind so viele Wachen. Scheiße, Mann, wie komme ich zurück? YOLO! Hm. Oh Gott, es ist abgeschlossen. Nee, ist es nicht. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin zurück in meinem Bett. Und wir haben uns ein bisschen umgesehen. Wir wissen jetzt, wie alles aussieht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.